Hey, willkommen zurück heute zu den besten Gesprächsthemen im Flirt. Auch wieder eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Worüber soll ich denn reden, Tim? Was sind die besten Themen? Das möchte ich dir heute hier in diesem Video mitgeben. Und so habe ich dir da zwei Sachen mitgebracht, die sehr gut sind. Wenn du diese Dinge verstehst, dann wird Reden im Flirt, interessantes Reden im Flirt, im Dating, kein Problem mehr sein. Diese beiden Sachen musst du verstehen, die gebe ich dir heute mit. Erstmal schön, dass du wieder da bist, hier am Donnerstag. Geil, dass du jeden Tag meine Videos guckst, denn du weißt ja, nur auf meinem Flirt-Channel kommen jeden Tag Videos raus. Was soll ich sagen? Manche können es, manche können es nicht. So, also, erste Sache, die wichtig ist, oder erste Sache, die interessant ist beim Daten, beim Kennenlernen. Die erste Sache ist, dass du über Dinge redest, die dich begeistern. Ja, das ist die erste starke Sache. Dinge, die dich begeistern. Und manchmal denken sich Männer, hey, es gibt ja so gewisse Themen, die interessieren Frauen nicht so sehr, wie Fußball oder Autos. Und ja, das sind Themen, die interessieren Frauen tendenziell weniger als andere Themen. Und da komme ich gleich noch zu. Heißt aber nicht, dass das schlecht sein muss. Denn wenn du über etwas, was dich begeistert, wirklich auch begeistert reden kannst, wenn du Energie rüberbringen kannst dabei, wenn du gute Geschichten dazu erzählen kannst, spannende Geschichten, wenn du darlegen kannst, warum dich das begeistert, warum du das gerade geil findest, wenn du Emotionen mit reinbringen kannst in das Erzählen, dann können auch solche Themen sehr, sehr stark sein. Klar, wenn du nicht erzählen kannst, wenn deine Kommunikation ungefähr so aussieht, das gelbe Auto ist gelb und ich habe es mir dann gekauft und es hat zwei Türen vorne und hinten und ich fahre gerne damit rum, dann solltest du nicht über Autos reden. Also du solltest schon nur dann über Sachen reden, wenn du auch in der Lage bist, da ein bisschen was hinterzusetzen, wenn du coole Geschichten erzählen kannst, wo Emotionen mitschwingen. Ja, wenn Emotionen mitschwingen, wenn Emotionen von deiner Seite aus bei dem Thema mitschwingen, dann kannst du tatsächlich alles erzählen und es wird interessant sein. Dann kannst du kannst über die größten Blödsinn-Themen erzählen, die Frauen eigentlich überhaupt gar nicht interessieren und es wird enorm interessant für die Frau sein. Einfach nur, weil sie deine Emotionen spürt und das macht es für die Frau interessant. Das heißt, wenn du Themen hast, über die du gerne reden möchtest, aber du bist nicht so der Typ, der sich da gut ausdrücken kann, das kannst du üben. Nimm dir mal dein Handy, mach mal ein Video und erzähl dir mal selbst einfach eine coole Geschichte von einem deiner Leidenschaftsthemen, wie zum Beispiel Autos oder, keine Ahnung, Flugzeuge. Ich habe einen Teilnehmer, der steht total auf Aviatik, auf Flugzeuge. Erzähl mal, was dich daran begeistert. Erzähl mal begeistert davon. Ja, wenn ich die Flugzeuge sehe und ich gehe dann immer gerne auf den Flugplatz und ich bin einfach begeistert. Das hat für mich mit Freiheit zu tun. Weißt du, du kannst dich einfach in dieses Flugzeug setzen und du kannst hinfliegen, wo du willst. Du kannst innerhalb von wenigen Stunden bei einem Freund auf der ganz anderen Seite der Welt sein. Ich finde es total beeindruckend. Ja, so rede dann so über deine Leidenschaften, die Bereiche, die dich interessieren. Also du musst dann emotional von diesen Dingen erzählen. Und dann können auch die, ich sag mal, langweiligsten Themen richtig starke Themen sein. Dann kannst du auch über Briefmarken reden und damit die Frau absolut und endgültig von dir begeistern. Und die zweite Sache, und da kommen wir jetzt mal, also das ist die offensichtlichere Sache, ja. Also die eine Sache ist, dass du ein Nicht-Frauenthema nimmst, aber durch so viel Emotionen schaffst, dieses Thema super spannend zu machen. Die andere Seite ist, dass du einfach wirklich über Frauenthemen redest. Und du denkst dir jetzt vielleicht, oh nein, Frauenthemen, da habe ich hier gar keinen Bock drauf. Aber ich kann dir sagen, ich persönlich finde Frauenthemen auch viel interessanter als Männerthemen. Und Frauenthemen sind zum Beispiel nicht, welche Haarfarbe hat jetzt Michaela, also das auch, aber, oder welche Hautcreme benutze ich. Das sind auch Frauenthemen, aber die meine ich nicht. Es gibt eine andere Art von Frauenthemen, die super interessant sind und auch das lieben Frauen. Und ich finde das auch super interessant. Also, was ist dieser Themenkomplex? Alles, was mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat, ist für Frauen mega interessant. Deswegen funktioniert auch diese Gesprächseröffnung. Wer lügt mehr, Männer oder Frauen? Den kennt ihr vielleicht. Wer lügt mehr, Männer oder Frauen? Funktioniert super. Mach das mal in einem Club. Wer lügt mehr, Männer oder Frauen? Und du wirst sehen, die Frauen stürzen sich auf dieses Thema, weil sie unbedingt was dazu sagen wollen, weil sie schon längst eine Meinung dazu haben, weil sie sich schon tausendmal Gedanken darüber gemacht haben, weil sie schon mit all ihren Freunden über Lügen und Lügner und Lügnerinnen geredet haben. Ja, also Frauen unterhalten sich, und das merkst du auch, wenn du mal in einer Frauengruppe dabei bist, Frauen unterhalten sich über andere Menschen, über die Beziehung zwischen anderen Menschen, wie Menschen miteinander sind, was sie kommunizieren, was unterschwellig kommuniziert wird, was direkt kommuniziert wird.
ja, wie die Beziehung zwischen diesen Menschen ist. Und das ist auch etwas, das finde ich enorm interessant. Also klar, das ist ja auch mein Arbeitsbereich. Ja, mich interessiert es auch, wie die Beziehung zwischen euch und den Frauen da draußen ist. Das ist ja genau mein Arbeitsbereich. Und deswegen liebe ich diese Themen. Und wenn du mit diesen Themen arbeiten kannst, das ist super spannend. Was du zum Beispiel machen könntest, ist, du könntest, es gibt dieses Spiel Geschichten erfinden, da nehmt ihr euch eine Person raus, also angenommen ihr seid an der Bar, ihr nehmt euch eine Person raus, die sitzt dann vielleicht an der Bar und ihr überlegt, okay, was ist die Geschichte hinter dieser Person, wer ist diese Person, was macht die, warum ist die hergekommen, ist sie verheiratet, ist sie nicht verheiratet, ist sie unglücklich mit ihrem Leben, ist sie glücklich, also ihr erfindet eine Geschichte für diese Person und solche Sachen können enorm spannend für Frauen sein, für Frauen ist es enorm spannend zu erfahren, wer bist du, wer sind deine Menschen, die Menschen in deinem Leben, wie sind die Beziehung zueinander oder was denkst du über Mann und Frau und deren Beziehung zueinander? All diese Sachen, Dating, Männer, Frauen, das ist ein riesengroßer Themenbereich, den Frauen enorm interessant finden. Und das Coole ist, da du ja meine Videos schaust, setzt du dich ja auch mit diesem Themenbereich auseinander. Das heißt, du wirst es ja auch auf die eine oder andere Art interessant finden. Und du weißt ja auch bereits was dazu, weil ich dir hier die ganze Zeit was dazu sage. Ja? Also mit Frauen kannst du deine sämtlichen Theorien über dieses ganze Gebiet besprechen. Und sie werden enorm interessiert sein. Alles Zwischenmenschliche, alles Soziale, wunderbare Gesprächsthemen. Ah, was war dein verrücktestes Date? Erzähl mal dein verrücktestes Date-Erlebnis. Ja, und ich erzähle dir mal von meinem schlimmsten Date-Erlebnis, von meinem besten Date-Erlebnis. All diese Sachen, das ist super spannend für Frauen. Zwischenmenschliches. Klar gibt es auch Frauen, die mehr vielleicht an Technischem interessiert sind, aber das sind die wenigsten. Ja, technisch ist mehr diese Männerdomäne, das Soziale ist mehr die Frauendomäne. Es ist nicht immer der Fall, wie gesagt, ich interessiere mich auch viel mehr für diese Seite, muss ich sagen. Aber es ist auch einfach mein Beruf mittlerweile. Von daher, ja, ich finde es super spannend, die Frauen finden es super spannend. Und wenn du über diese beiden Bereiche redest, entweder das rein Soziale oder das Technische mit Emotionen, so nenne ich es jetzt mal, dann kannst du nicht viel falsch machen in den Gesprächen. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist nicht über sie, dich oder euch zu reden, sondern über irgendwelche neutralen Themen wie das Wetter oder die Parkplatzsituation. Ja, also alles, worüber du redest, sollte immer entweder mit dir zu tun haben, mit ihr oder mit euch, also euch beiden, ja, in so einer Ich-und-Du-Wir-Geschichte zum Beispiel. Ah, wir könnten eine Bank ausrauben, ich fahre dann den Fluchtwagen, welche Aufgabe könntest du übernehmen? So eine klassische Wir-Geschichte, so eine klassische Wir-Blase. Das sind die Themen, die du nutzen solltest in einem Gespräch mit der Frau. Und dann wird das Gespräch interessant. Dann kannst du sie auch ganz natürlich und ohne große Probleme von dir begeistern. Ich hoffe, das war soweit klar. Eigentlich sehr klares Thema. Wenn du dazu eine Frage hast, Videovorschlag in die Kommentare. Ansonsten schön, dass du hier warst. Morgen sehen wir uns wieder. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du die nächsten 3 Monate zu den geilsten 3 Monaten deines Lebens mit Frauen machen möchtest. Unten rechts in der Ecke kannst du zum letzten Video auf diesem Channel, das ich dir unbedingt empfehle, wenn du es noch nicht gesehen hast. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen geilen restlichen Tag. Ciao.